Und damit ein Herzhallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Runde. Wir haben viel vor, lass uns damit auch gleich beginnen. Laut meinem Plan haben wir für heute Ölschiefer. Wir wollten Ölschiefer besorgen. Naja, wir brauchen noch Bretter. Oh. Okay, wir brauchen nicht Bretter. Ja, wir wollen Ölschiefer uns besorgen, damit wir unsere eigenen Ölkännchen produzieren können. Dann wollten wir uns mal einen Platz suchen für die Garage. Den Platz haben wir hier ja eigentlich genug. Ich werde aber dazu mal unseren Bereich anschalten. Mal gucken, wie groß der letztlich wirklich ist. Ja. Das hier vorne fällt ja irgendwann mal weg. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. So. Ah, ich gleich hier reinsetzen? Nee, das ist Quatsch. Hier hinten haben wir genug Platz. Hey Mike. Wäre ja fast. Wir können ja mal gucken, wie groß die Garage ist. Platzierbar, sonstiges Garage. Bah. Nun ist das Wetter natürlich wieder alles andere als schön. Gott. Hierher setzen könnten. Passt mal auf. Wir räumen das mal weg hier. Ja. Du Kiste, du darfst dahin. Ja. Haben ja noch ein bisschen was vor. Mal schauen, wie oft ich dann daran hängen bleibe. Steckchen dahin. Nochmal Steckchen dahin. Obwohl, so viele Steckchen sammle ich hier unten im Moment gar nicht mehr. Also entweder ich habe es mir abgewöhnt, ständig alles einzusammeln. Haha, der Lerneffekt hat doch funktioniert. Oder einfach, ich habe es vergessen. Klar können wir das Schild dann irgendwann mal hier reinrücken, sprich wir können unseren, Entschuldigung, ein bisschen kränklich nämlich, unseren Bereich noch hier hinten vergrößern. So. So wäre ja hier rein theoretisch ein schönes Action. An was hapert's denn? An was könnte es hapern, dass ich die Garage hier nicht hinsetzen kann? Da in dem Felsen rein. Pass mal auf. Es ist erstmal gesetzt. Gut. Ja. Verschieben können wir es ja alle mal dann noch. Wobei die Garage jetzt auch nicht das ist, was so ganz dringend wichtig ist. Die Frage ist, können wir die Garage vielleicht ein bisschen tiefer machen? Scheint mir persönlich etwas hoch. Quatsch. Ah ja. Tiefer geht's nicht. Gut, könnte damit zusammenhängen, dass der Felsen hier ein bisschen blöd ist. Ja, wir haben es erstmal hier. Ich würde unseren Sensor oder unseren Gebiet weiter rein verschieben. Ja, das ist hier. Hatte ich mir schon fast gedacht, dass wir hier hinten Probleme kriegen werden. Mal gucken, vielleicht können wir ja ein zweites setzen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal die Möglichkeit. Guck mal her mit Fröschli, du bist mein Frühstück. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie und ihr wisst schon. So, was brauchen wir denn für die Garage? Oh Gott, will's gar nicht wissen. 90 Zement, die haben wir locker. 60 Ziegel haben wir auch. Lehm 60 hätten wir Bretter auch. Komm, dann lasst uns das mal. Haben wir noch irgendeine leere Kiste zum Transport? Wir haben doch bestimmt noch eine leere Kiste. Da. Also, wir brauchen 90 Beton, Zement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Check. Packen wir hier rein. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 60 davon. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir gucken einfach mal hier nach. Das geht schneller, da muss ich nicht mir das alles merken.
Zement haben wir, Lehm haben wir, Bretter können wir holen und noch 60 Ziegel. Komm mal mit Kiste, sonst bin ich nämlich zu schwer. Bum, bum, bum. Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supi. Ich sehe doch, Material vorproduzieren macht schon irgendwo Sinn. Auch wenn ich manchmal überlege, für was habe ich so viel produziert? So 24 Bretter. Ja, ich nehme mal so viel, wie ich kann und dann mal gucken, wie viel wir haben. So, 10, 20, 25. 20, 25, wie viel? 24, ne? Oder waren es 26? Dann nehmen wir mal einen mit. So, gut. Natürlich müsste das Tor dann verrückt werden. Und ich hoffe, das Grünzeug verschwindet dann hier aus der Einfahrt. So, das haben wir drin. Das waren doch bloß 24. Naja, egal. So. Die Ziegel rein. Wie gesagt, versetzen können wir sie alle mal dann noch. Mal gucken. So. Komm, einfach alles. Wir stehen doch hier. Eigentlicherweise hatte ich mir fast gedacht gehabt, die Garage. Achso, Zement fehlt noch. Oben in der Nähe vom Friedhof zu postieren, aber. Sie steht. Naja. Was sagen, es ist erstmal da. Ja, ich vermute mal, dass der Felsen in seinen Ausdehnungen halt auch hier die Auswirkung haben wird. Und die Zäune, mal gucken. Ich weiß nicht, ob man die Zäune überhaupt nach außen versetzen kann. Komm, jetzt mal noch ein Kürbis. Ich sehe nämlich gerade, wir müssen nicht auch am Zimmer was essen. Immer nur bauen und machen ist nicht gut. Ich probiere es jetzt einfach mal zurücknehmen, kann ich es einmal noch. So. So, du mal und mal. Hatte übrigens nach der letzten Folge mal noch ein bisschen was repariert, was die Bambis uns schon kaputt gemacht haben. Die machen schon ganz schön Schaden am Beton. Hat echt nicht mehr viel gefehlt und uns hätte es die Foundations dort weggerissen. Das Problem ist nämlich, ich muss aufpassen, dass die Foundations, die ich so gecheatet habe, in Anführungsstrichen, nicht kaputt gehen. Weil die ja letztlich, oder ich ja letztlich da nicht einfach so rumobern kann. Ja. Guck mal da. Da. So. Ja, nicht schön, aber selten. Ja, sollte man ja dann fast hinkriegen. Ja, es macht schon wieder Dinge, die ich eigentlich gar nicht wollte. Mensch. Ja, aber so ist das, wenn man immer schnell was vorhat und was umbauen will, dann dauert das und dauert das und dauert das und dauert das. Aber unsere Base wächst ja sozusagen schrittweise. So, dann nehmen wir das hier raus. Und eins, ja, hier auch noch. Mensch, geh weg. Ich hoffe mal, dass die Angriffe im Moment mal nicht so heftig sind oder so oft sind. So. Hier rein. Okay, haben wir. Du kommst mit daran. Du kommst mit. So, und jetzt sehen, dass die hier K
gerade rüber gehen. Okay. Sieht gut aus. Kommst du schon mal mit? Au, ich bin voll dagegen gerannt. Naja, wir kommen trotzdem irgendwie schief. Da wieder hin. Mit. Manchmal ist es noch so verwirrend, dass die auch als Blaupause mitlaufen. So, daran und ein Stück tiefer. Er schreit wieder der Monk in mir. Kennt ihr das auch? Ihr wollt was machen und dann schreit alles innerlich. Nein, nein. So, aber jetzt. Gut, das muss so reichen, weil wir wollen ja da hinten drauf stoßen. Geht doch mal weg. Mensch. Ja, wenn das so ineinander snappt, gefällt mir das schon mal gar nicht. Na. So ist das schon besser. Eigentlich müsste ich ja nur das Tor versetzen. Mach einfach mal so. So, die Höhe. Gut, du kommst da ran. Weil das Tor ist ja das Entscheidende, weil das snappt ja nicht mit den anderen Sachen. Also wie man dann in die Garage kommt, pf, ja. Dann zweitens, so. Ja. Gucken, vielleicht kriegen wir das schon besser hin. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass die Vampis sich da interessieren, ob da eine kleine oder eine größere Ritze dazwischen ist. Gut, und jetzt können wir die nämlich hier ansnappen. Dann ist das nämlich einfacher. Auch wenn wir das ganze Gelände noch nicht bebauen können. Aber wir haben es zumindest erstmal definiert. So, wie hoch können wir noch? Ich weiß gar nicht, können die überhaupt so hoch springen? Haben wir. So, und jetzt die Dinger natürlich hier. Du kommst mal weg. Ach, da hat Gott noch nicht mal einen Mucks gemacht. So. Wart's nur ab. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, hier rum zu mähen. Mensch. Gut, haben wir. Du musst noch ein Stückchen höher. Komm mal mit. Und du kannst so bleiben. Okay. Cool. So sieht das schon irgendwie besser aus. Das Snappen ist zwar irgendwie lustig oder gar nicht so verkehrt, allerdings hast du dann das Problem, du hast nur einen gewissen Platz, wo du wirklich rumobern kannst, bevor der von alleine hier umsnappt. Ja. So.
Gut. Also Platz haben wir genug. Jetzt fehlt uns natürlich hier ein Element. Das gönnen wir uns dann mal einfach so. Gott, das scharf da hinten. Ich dachte jetzt. So ein Stickel ist da. Da. So, was will er haben? 6 Holzscheite, 4 Seile. Na gut. Das kriegen wir ja ganz schnell hin. Seile müsste ich oben noch holen. Oder vielleicht haben wir unten in der Kiste noch welche. Wo war die Kiste? Da. Aber sowas von. Seht ihr? Dann ist der Umbau auch gemacht. Klar, wir haben hier hinten noch eine Lücke, die nicht so schön aussieht, aber das mache ich dann mal auf Screen oder in einer anderen Runde. Was habe ich natürlich jetzt nicht gemacht? Das Tor entsprechend nach links versetzt. Ach, das ist doch dämlich. Das Tor sollte doch stecken, weil dann rüber. So. Oh. Sonne. Ach, ich habe vergessen. Wir sind hier im Sommer. Beziehungsweise in einer wärmeren Zeit. So, wir trinken mal was. Dann ist das wenigstens. So, du kurz dorthin. Und du kurz dorthin. So. Der Felsen ist echt hartnäckig. Also irgendwas ist hier, was hier stört. Ach Mensch. Dumm nur, dass man das mal absetzen muss. Ja. Gut. Jetzt steht es zumindest nicht mehr am Weg. Wir können hier hin und her. Du kommst mit hier vor die Kiste. Wir wollten doch eigentlich Ölschiefer holen. So, wir können hier ordentlich werkeln, können hier rein und raus. Das ist auch so halbwegs ein bisschen geschützt. Mal sehen, nach dem ersten Angriff stellen wir dann um. Sonst kommen wir hier heute gar nicht los. Die Hälfte der Runde ist schon wieder um und da ist noch nichts passiert. Außer dass die Garage und den Zaun von A nach B verschoben haben. So, dich mache ich mal aus. Du nervst nämlich. Da. Perfekt. So, wir können gleich nochmal hier gucken. Das nehmen wir gleich mit. Sagt's uns schlicht, nee. Da. Na ja, hab dich nicht so, Mensch. So. Ich würde mal sagen, setzen wir den Sonnenhut auf. Wo ist er denn? Wo ist unser Garderobenständer? Ach, da ist in dem Eingang. Den habe ich ja verschoben. Den habe ich ja verschoben. So. Ich muss aufpassen, dass ich dann im Dunkeln dann wenig Licht habe. So, Sonne kann hochticken. Wobei, wir haben ja Sonnenpaste. Warum nicht nutzen? Loskommen. So. Passt. Seile. Dum, badum. Auch Federn eingesammelt und ein bisschen davon. Badum. Hier ist auch voller Sand und Eisenbrocken. Wir haben eindeutig viel zu viel Material. So. Zack. Lehm auch verwurstelt. Seht ihr uns? Zement haben wir immer noch genug. Wobei, dann lassen wir es gleich. Ist es ja auch voll. Das raus und das hier. Erledigt. So.
läuft. Du kommst hier rein. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Was zu essen. Ernten. Ab, hopp, Rinnenkopf. Bevor der Fisch schlecht wird, das nehmen wir mal noch mit für unterwegs. Die Eier, naja, wiegen ja fast nichts. Fleisch, wie... Ich pack's mal hier drauf, wie lange kann das noch? Eine Stunde. Hey. Okay. Was, dann kann es durchbraten, dann hält das noch ein paar Minuten. Länger. Da. Sauberes Wasser haben wir. Zack. Sollte uns reichen. Natürlich muss ich es auch trinken. Das ist... Cool. So. Wie weit war denn... Oh Gott. Optisch bin ich ja in der falschen Richtung. Wie weit waren wir mit der Wüste? Denn dann können wir ja gleich mal schauen, die paar Meter zu Fuß hier durchgehen und den Extraktor gleich mitnehmen. Da müssen wir nämlich nicht klopfen. Und da der hier sowieso nicht das macht, was er soll. Ah, Hühnchen, schreit nur. Nicht mehr lange, dann geht's los. Dann muss ich euch wohl oder übel... Wenn ein Berg kommt. Das Redwood. Wir hatten doch hier, genau. Laut Beschreibung soll der ja, wenn der hier in der Wüste steht, sollte er ja Lehmschiefer produzieren. Werden wir sehen. Ich nehme mir aber schon mal Schwung mit, weil wir immer hier sind. Ich hatte mir überlegt gehabt, die Pferde wird aufsammeln, das wird auch so ein Spaß. Steine wollen wir nicht. Ja, die Splitter finden sich nämlich ganz schwierig. So viele sind es nicht wirklich. Dass wir uns hier in der Wüste... Das passt so irgendwie zum Ganzen. Zumindest hat mich das beim letzten Ausflug so ein bisschen getriggert. Dass wir hier so ein kleines Fabrikgelände herzimmern, was so hier drin steht, wo der Extraktor ist und wo wir vielleicht die Ölproduktion aufbauen können. Mal gucken. Beziehungsweise wo wir einfach mal verschiedene Sachen, Materialien hier mal testen. Momentan ist es nur mal so eine kleine Idee. Was draus wird, werden wir sehen. Weil so eine Außenstelle will dann ja auch wieder bewacht werden. Weil wenn dann die Vampis das Ding hier zerbröseln und kaputt machen, wäre das natürlich verdammt doof. Weil die Bodenstruktur gefällt mir hier zwar, aber durch die vielen Steine, das ist auch so ein bisschen irritierend. So. Wie viel haben wir denn jetzt? 25, 19. Komm, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Wenn wir einmal hier sind. Weil 25 ist schon eine Menge. Zumindest wenn ich mich da nicht vertan habe mit der Anzeige. Weil 25 Schieferteile für ein bisschen in Ölkännchen. Eine Christel bei jedem Stein nur 5, bist du ja dann auch eine ganze Weile dabei am Hacken. Ja. Ich weiß gar nicht, nachspawnen tun die ja auch nicht. Sprich, irgendwann ist es dann hier auch mal vorbei. So.
Demzufolge würde ich die Landschaft so stehen lassen hier hinten. Guck mal, sieht nämlich so cool aus. Wenn wir hier so eine kleine Fabrik herzimmern, dann sieht das ein bisschen rustikal aus. Ich bin dafür, dass ich dafür bin. So, einen Stein nehmen wir noch mit. Dann haben wir zumindest die Masse erstmal zusammen, damit wir ein bisschen was produzieren können. So. Einer noch. Ein Ölschiefer noch, bitte. Und dann nehmen wir den da hinten. Mitten aus dem Wald. Badam, badam, badam. So, aufpassen, dass nicht ein Bär ankommt, den ich nicht sehe. Wäre dann so wieder 100% ich. Ja, gut, haben wir. So, na dann. Hau ja ab. Das ist meiner. Das haben wir, das haben wir. Steine muss ich nicht einstecken. 1 Minute 10. Was? Ist da was? Ist da was? Guck mal, da ist noch eins. Wir lassen den einfach mal machen. Und in die Richtung. Wir lassen den einfach mal machen und dann gucken wir uns das irgendwann mal an, was bei rausgekommen ist, bei rumgekommen ist. Wenn dort natürlich auch nur Steine über Steine gefarmt werden, dann ist das für mich doch etwas uninteressant halt. Wir müssen hier vorne rum. Weil da bin ich doch wesentlich schneller und effektiver, wenn ich das selber hacke. Dann bin ich halt lieber unterwegs. Ja, wart's nur ab, Zickenbock. Wart es nur ab. Gucken, ob wir einen Wagen frei haben, dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht hier jagen können. Aber erstmal Ölschiefer. Das war für mich jetzt erstmal das Wichtigste. So. Ach so, wir haben Öl destilliert selber. Nun habe ich wieder das erste vom anderen gemacht. Wir brauchen ja noch ein bisschen Material. So, was mal die Steine hier weg. Bretter weg. So, wir brauchen noch. Nee, das war Quatsch. Das war dort die Brettproduktion. Hier. So, wenn ich die jetzt hier reinpacke, 25. Ach, fehlt Strom noch. Na dann. Komponenten. Wir nehmen mal ein Kabel mit. Wie gesagt, die Verkabelung und die ganzen Sachen kommt dann nach und nach. Da fange ich jetzt nicht an mit rumzaubern. Zumal ich ja noch nicht weiß, was wohin kommt. Was? Vielleicht bleibt das hier auch gar nicht alles so. So. Ja, toll. Es fehlt ein Kabel. Na toll. Ein Kabel mit. Dödödüm. So. Noch eine Freilandleitung. Aber die ist mir jetzt gerade egal. So. Und kannst du jetzt hier. Nächster Trop. Achso, ich muss ihn anschalten. Stimmt ja. Jo. Cool. Der sollte jetzt machen. Mal gucken, wie lange es dauert. In 4 Minuten. In 4 Minuten müssten wir unser erstes Ölkännchen haben. Würde ich sagen, nutze ich die Zeit und düse mal noch schnell rüber in die Höhle. Wir brauchen ja noch ein bisschen Material.
Ich nehme mal noch ein bisschen Biosprit mit. Ich weiß nicht, wie viel wir drüben haben. Lehm brauchen wir ja auch noch. Blei. Und es wird auch bald wieder Abend. Können wir essen mal noch was? Und trinken auch. Zack. Wie viel Sprit haben wir da noch drin? Das reicht bis darüber. Warum ich mir das angewöhnt habe, hier hochzufahren, weiß ich auch nicht so recht, aber ich glaube, das war nur dem geschuldet, weil ich ja ganz gerne die schweren Sachen immer gleich oben ablade. Hierzu. Ziege, warte, Ziege, warte. Du kommst hierher. Ich nehme mich mit. Halt, geh weg! Du verjagst uns die Ziege. Naja, leichten Kratzer. Haha, wir haben unseren ersten Bewohner. Mike, kannst du hier nicht mal aufräumen? Der arme Mike. Da. Der Betäubungspfeile. Ich will es auch nicht schlachten. Hä? Liegen, Stallbox leer. Achso, ich hätte reingemusst. Ach, Mensch. Naja, Ziege. Dann liegst du dort halt und krammelst ein bisschen vor dich hin. Wie war denn das? Hier rein damit. Das triggert mich nämlich sonst ungemein, wenn die hier rumliegen. Und ich jedes Mal dagegen renne. Jetzt ist auch wieder dunkel. Die Karre werden sie mich nicht gleich klauen. Guck mal, man muss gerade sehen. Sieht schon irgendwie ein bisschen gespenstisch aus. Bleib zu stehen. Gut. Ich muss sagen, lasst uns schlafen. Falsche Tür, da. Weil im Dunkeln losfahren möchte ich es nicht. So. Der Morgen ist erwacht. Um die Ziege tut mir es jetzt natürlich ein bisschen leid, weil die jetzt umsonst sozusagen dahin gegangen ist. In den Schlachtsicht dort sowieso ein bisschen sehr unpraktisch. Ab in die Höhle. Wir sind ohne Frühstück aus dem Haus. Ein Gürkchen. Da was zu essen und noch ein Gürkchen. Was zu trinken. Perfekt.
Da muss ich bei der nächsten Mal aufpassen, wie das genau war. Vielleicht war ich auch zu nah am Schlachttisch. So, und dann hier rein, dann hier gerade durch. Wie ein Irrer hier lang. Wie ein Irrer hier lang und dann sind wir schon da. Seht ihr? Bin durchaus lernfähig. So. Alles nehmen, auffüllen. Alles nehmen, auffüllen. So. Ich sammle uns mal schnell noch ein bisschen Blei. Der Axt war mit, ja. Und wie das immer so ist, wenn man mal schnell, ihr wisst das, dann wird es immer mal auch ein bisschen mehr. So. Gut. Das sollte für unsere Zwecke reichen. Steine brauchen wir nicht. Auf nach Haus. Haben wir das Ziel ja fast erreicht. Wir haben unseren Ölschiefer gefarmt. Wir haben den Kürbis gegessen. Haha. Den Ölextraktor in die Wüste geschickt. Na komm, essen. Ja. Wir haben sogar die Garage aufgebaut. Die Base erweitert. Obwohl das eigentlich gar nicht so Sinn und Zweck der Sache war. Zumindest noch nicht akut. Aue. Hoffentlich reicht der Sprit nicht, dass ich die letzten Meter doch noch laufen muss. Jetzt bin ich ganz besoffen. Nö, passt schon. Bin nur zu weit vorne rausgefahren. Ein bisschen Blei haben wir jetzt auch noch, damit wir zumindest Stahl produzieren können. Und mal gucken, ob wir jetzt unser erstes Ölkännchen entgegennehmen können. Und ich bin wieder geneigt, hier hochzufahren. Was ursprünglich nie der Plan war. Einfach nur, weil ich die Taschen voll habe. So. Alu braucht man. Alu braucht das Land. Komm, nehmen wir die auch noch mit. Mal gucken, wie viel wir tragen können. Ah ja. Komm, das mal hier. Können wir noch einen mitnehmen? Jawohl. So. Gut. Dann Feuer frei. So. Naja, jetzt habe ich ja hier das Glas noch drin und hier die Eisen noch drin. Aber ich glaube, die Eisenbahnen sollten sowieso. Mal gucken. Eins fehlt noch. Da eins, zwei, zack. Da kann das schon mit hier rein. Ich hab's aus den Taschen. Glas raus. Das da rein. So, mal gucken, wie viel wir jetzt hier zusammenkriegen. Zählen war mir jetzt zu kompliziert. Frühen Morgen zählen ist jetzt nicht so das, was Spaß macht. So, gut. Das da rein. Das da rein. Alu kann durchrennen. Hier brauchen wir 20 Eisenbahn. Wir haben bestimmt noch mal 10 oben. Haben wir. So, 3 Plaste noch. Alu läuft durch. Naja, dann haben wir doch auch das geschafft. 2, 3. So. 3 Aluminium noch. Dann haben wir unser heutiges Ziel mehr als geschafft. So, ich packe mal das Zeug noch weg. In der Zeit läuft das durch. Gut. Ah ja. Keine Ahnung, warum ich das Glas durchgeschmolzen habe. Ich wollte einfach die Taschen leer haben und habe so viel einstecken gehabt.
Ja, hier unser Essen. Das Neue ist schon mal drauf. Warum Steckchen? Wer ja, Quatsch. Brennholz muss ich Neues holen. Ich habe gesagt, Brennholz muss ich Neues holen. Und nicht, dass dir das Fleisch mal dir runterstibitzt, noch vor der Arbeit. So. Feuer an. So. Hier liegt noch ein bisschen Fleisch. Und das war's, ne? Genau. So. Alu ist durch. So, und der möchte dann hier die Ölkännchen, hier die Kohle. Und da können wir uns den ersten Schritt selber machen. Gut, im Moment aber noch nicht. Aber wir können potenziell. Also wir sind in der Lage, unseren eigenen Sprit zu produzieren. So. Schön. Gut. Wieder was geschafft. Wieder was von der Liste weg. Stahlbahn kommt hier rein. Ja, Freunde, dann haben wir ja für heute wieder eine Menge geschafft. Vielleicht nicht so in dem Maße, wie ich es mir gewünscht hätte oder wie ich ursprünglich gedacht habe. Aber wir haben unsere Garage. Wir haben den Ölschiefer das erste Mal. Ölschiefer, seht ihr? Wir wollen doch unser erstes Ölfässchen noch zusammen konsumieren, oder? Das Feuer rußt aber. Drei Stück. Ah, pro Ölschiefer gibt es ein Ölkännchen. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Dann ist das ja gar nicht so viel. Gut, aber jetzt auch wirklich. Das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Abhaken, kann ich das mit dem Ziegenböcklein? Naja, vielleicht war es auch eine Zicke. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es Mike. Vielleicht ist die auch nur so ein kleines bisschen zickig gewesen darüber, dass ich sie einfach geschnappt habe. Und die hat gedacht, nee, mein Freund, du kommst mir nicht ins Gehege. Naja, nun liegt sie hier. Die nächste wird kommen. Wir rennen genug Tiere rum. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich falsch gemacht habe mit der Ziege. Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, die Folge zu liken. YouTube wird es mir danken, damit vielleicht noch andere Leute sehen können, was wir hier für einen Blödsinn verzapfen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und mal gucken, was wir dann anstellen. Haben ja noch eine Menge vor. Also, in diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.